Verehrung der Antike, wie sie von Gelehrten, Künstlern, Sammlern, Reisenden betrieben wurde und wie sie etwa auch schon im 17. Jahrhundert zur Berufsgruppe der Reiseführer führen sollte, schlägt sofort auch in Verachtung der Antike um, etwa in Spott über die Antiquare oder im Spott über die unmäßige Verehrung bestimmter Antiken wie das Apollo Belvedere.